Moin. Wieder 500 Kilometer geschafft. Zurzeit ist mein Vater da, der besucht mich für eine Woche. Wir sind jetzt kurz vor Mora. Ja, die letzten 500 Kilometer, wie ihr gesehen habt, habe ich endlich ein Elch gesehen. Sonst haben wir noch so eine Kreuzotter gesehen. Oder auch andere Kleintiere. Und Blutigel. Zwei Stück. Die halten davon nicht ab, ins Wasser zu gehen, um mal ein bisschen zu baden. Das Wasser ist auch deutlich wärmer als vor 2 Monaten. Ja, landschaftlich geht es immer noch größtenteils durch Wälder. Die auch müssen halt immer noch unterbrochen werden durch Wiesenlandschaften. Oder durch das Naturwasserbad Güllbergen, was halt mehr Sumpfgebiet war. Ja, wettermäßig, vorletzte Woche hat es sehr viel geregnet. Wie auch von mir aus sieht, sind dadurch Wege schlammiger geworden und man läuft öfters mit nassen Füßen. Aber immerhin sind dann keine Mücken da. Heute ist blauer Himmel, aber es soll auch morgen schon wieder regnen. Aber das geht schon. Muss man durch. Wir sind immer keine Mücken da, wenn es regnet. Bis dann.